Besser hätte der Start der Veranstaltungsreihe Sommer am See nicht sein können. Hervorragendes Wetter und gute Musik lockten wieder viele Fans zur Kajüte. Die 250 Eintrittskarten waren im Nu vergriffen. Nächstes Mal haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das am besten hier einstielen, auch mit Blick auf die Covid-Situation. Aber wir haben vorsichtig agiert, wir haben das Ganze um 2 Wochen verschoben und starten heute bei bestem Wetter durch. Wir haben bis zum 19. September vor, rund 10 Veranstaltungen abzuwickeln, wünschen uns, dass wir auch so ein schönes Wetter haben und freuen uns vor allen Dingen auch für die Musiker und die Gäste, dass dieser Kulturbeitrag für die Stadt Haltern, insbesondere für die Bürger der Stadt Haltern, wieder am Start ist. Den musikalischen Auftakt machte die Halterner Band Cookie and Friends. Ja, wir freuen uns immer jeden. Ist ja eine schöne, wie soll man sagen, schöne Sache hier. Ne? Ist ein schönes Fleckchen. Mit Corona haben wir natürlich jetzt das Problem, dass wir nicht so viele Leute reinlassen dürfen. Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt spielen können. Als Überraschung spielte Marion Thiemann erstmals in der Band mit, sehr zur Freude des Publikums. Aufregend auf jeden Fall. Also erstmal vor der Kulisse mit dem Publikum zum ersten Mal überhaupt vor Leuten zu spielen, war sehr aufregend. Ist es auch immer noch. Schon bei den ersten Klängen fühlten sich die Gäste in ihrem Element. Sie freuten sich, am See endlich wieder Live-Musik hören zu können. Ja, wunderbar. Ich glaube, dass alle eine große Sehnsucht danach haben, nach der Pandemie oder beziehungsweise nach dem letzten Jahr und den vergangenen Monaten, sich mal wieder draußen treffen zu können, gute Musik zu hören, Spaß zu haben, Bier dabei zu trinken bei dem herrlichen Wetter. Super. Ich denke mal, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir gerade stecken, ist man froh, wenn man erstmal wieder rauskommt. Und zum Zweiten dann so eine tolle Musik hier bei so einem Ambiente ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte für Haltern. Wenn ich Mary spielen sehe, dann muss ich natürlich hinkommen. Ist ja klar, ja, als Fanclub Mary müssen wir natürlich nehmen wir alles in Kauf. Bis zum 19. September können Musikliebhaber sonntags wöchentlich wechselnde Musikgruppen erleben.